guten Tag, liebe Freunde. Heute haben wir den 8. Februar. Und ja, habe noch 30 Minuten Zeit und dann fahre ich nach Frankfurt. Heute geht's los. Morgen werde ich Elvis sehen. Und dann sehen wir mal, was man in Südamerika noch an Fahrstrecke geschafft kriegen. Jetzt geht's los nach Madrid. Platz habe ich auch schon. Standesgemäß haben wir Merchants Exit. Puh, Flieger zu spät, Gott sei Dank nichts eingecheckt, Dreiviertelstunde Übergang, aber ich bin im Gate und in 5 Minuten fängt das Boarden an. Glück gehabt. Und Elvis, ich komme. Santiago, 12 Stunden Flug, ich habe hier Premium Economy, Gott sei Dank nicht hinten, war relativ eng, konnte aber ganz gut schlafen, also soweit okay. Und dann muss ich jetzt mal sehen, wie das mit dem Bus nach Valparaiso geht, sonst haben wir 3 Stunden. So funktioniert Einreise in Chile, man scannt einen QR-Code, man muss dann ein Formblatt ausfüllen. Und dann geht es weiter zum Zoll. So, beim Zoll bin ich jetzt durch. War ganz interessant. Als erstes, wie gesagt, scannen. Dann muss man online eine Einreiseerklärung abgeben. Ganz wichtig. Also man sollte hier dann schon direkt sich einloggen und das dann hier am Flugplatz machen. Dann bekommt man hier so einen Zettel. EDI, den bloß nicht verlieren. Den braucht man bei jeder Ausreise. Auf jeden Fall auf abfotografieren und scannen. Und jetzt gehe ich Geld wechseln, was Corona angeht. Hier das europäische Zertifikat ist ausreichend. Nur man geht dann durch so eine Schranke und wenn man da ein bisschen zu schnell gelaufen ist, hat man hohe Temperaturen, dann wird man rausgezogen, muss einen PCR-Test machen. Also langsam laufen. Ja, und jetzt sehe ich mal, dass ich irgendwie in der Valparaiso komme, aber erst tue ich mal ein bisschen was für meinen Belly. Das heißt, ich muss mal was essen und was trinken. Und dann geht's irgendwie auf den Bus. Altstadt von Valparaiso. Und schöne Shops mit einem Kaffee. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal hin. Ja, wir haben jetzt 2:30 und ich genieße jetzt mal den besten Cheesecake, den ich seit mindestens einem Jahr gegessen habe. Und ein Espresso und ein Glas Wasser. Und dann gehe ich mal noch ein bisschen Valparaiso erkunden. Bin zwar müde, aber wenn ich mich jetzt ins Bett lege, dann liege ich die halbe Nacht wach. Morgen früh um 8 Uhr bin ich abgeholt.
Also muss ich mal ein bisschen hier umtummeln und noch vielleicht ein bisschen mein Kamera-Equipment checken. Ja, in Valparaiso gibt es so ein Altstadtviertel beim Aufzug. Und da laufe ich jetzt halt eben jetzt mal so ein bisschen rum und schaue mich mal um. Nehme euch jetzt mal so ein bisschen mit hier in der Altstadt von Valparaiso. Und das hier ist also praktisch schon direkt der Hafen. Valparaiso gilt als Kulturhauptstadt in Chile, ist doch UNESCO-Kulturerbe. Eine Mischung zwischen, nicht sehr attraktiven Bauten, aber auch sehr viel alten Bauten. Und hier vorne kommen wir dann an den Aufzug, der mehr oder weniger die Leute dann runter in die Unterstadt bringt. Aber hier oben gibt es halt eben diese ganzen Villen und auch interessante Plätze, wo man so ein bisschen verweilen kann. Das ist jetzt gleich der Aufzug hier. Ja, da muss man natürlich mal mit so einem Aufzug fahren. Schon seit 130 Jahren. Ja, meine Freunde, ich habe euch jetzt mal mitgenommen hier in Valparaiso, Kulturhauptstadt von Chile. Ich glaube, ich könnte euch ein paar Eindrücke vermitteln. Es ist immer schade, wenn man da nur einen halben Tag noch kann. Bei mir gehen auch so allmählich die Lichter aus nach dem langen Flug. Jetzt gehe ich noch was essen, dann in die Haya und morgen früh kommt der Ronny mich abholen und dann sehe ich den Elvis wieder. Morgen Valparaiso, 10. Februar, 8 Uhr, warte hier auf den Ronny Tesch. Bin schon aus dem Hotel ausgecheckt, die Stadt erwacht so langsam und ja, und jetzt freue ich mich richtig auf den Elvis. Unterwegs hier mit dem Ronny. Hallo. Die gute Seele von Valparaiso und San Antonio und jeder, der hier ein Motorrad hinschickt, kennt ihn wahrscheinlich. Und wir fahren jetzt zum Terminal und holen
zum Zollterminal und holen den Elvis ab. So, hier ist der Elvis und jetzt sehen wir mal, ob er anläuft. Das war schon mal gut. Und hier geht's. Motorrad läuft, jetzt geht's ab. Es hat ungefähr 2,5 Stunden gedauert und jetzt ist der Elvis fahrbereit hier noch in San Antonio. Habe jetzt soweit gepackt und ja, so eine absehbare Zeit, in einer halben Stunde geht's los. Vorher wollte ich euch noch was zeigen. Das hier, ja, ist ein Wunderlich-Benzinfilter. Bei der letzten Tour hatte ich Probleme mit der Benzinpumpe und dieser Filter, der kommt in den Tank rein und filtert alles Wasser und Schwebstoffe und so weiter ab. So, Elvis, Challenge 4 beginnt hier in San Antonio am Ferry Terminal und hört ihr dann auch irgendwann im März auf, alles gut gepackt, jetzt geht's los. Mal sehen, wo die nächste Tankstelle ist. Mal sehen, ob das immer hier Kopeck tanken, weil da ist man relativ sicher, dass es eine gute Tankstelle ist. Ansonsten hat man Probleme mit Wasser oder Schwebstoffen im Tank. Schon wieder ein bisschen ungewohnt. Die letzten 4 Monate nur GS gefahren. Dann geht es jetzt mal direkt mal hier rechts hoch. Ein bisschen Sprit habe ich drin, aber der ist schon ewig alt. Hier in Chile zu fahren ist an sich relativ easy. Die Leute fahren alle relativ defensiv, sind sehr zuvorkommend, nette Menschen, kein Problem. Aber das ist keine Kupek. Ach, egal. Muss Sprit haben. Hallo? Ja. 97? Es ist Benziner. Benziner. Gut Benziner. Argentina. Argentina, ja. Agua Negra. Ja. Agua Negra und dann Argentina. From Alemania. 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 Ja. Alemania. Okay. 97. Alemania. Es alemán, pues. Es de Alemania. Viene de Argentina. Pero viene de Argentina. ¿Qué? Gracias. Direkt wieder an den Verkehr gewöhnen.
Das ist wieder ein Vorteil der schmälen Wunderlich-Koffer. Insgesamt bin ich 98 cm breit. Da kann man sich wunderbar durchschlängeln. Das ist sonst nicht unbedingt so der Fall. Ich muss noch heute ein bisschen umpacken. Ich habe jetzt einfach das Gepäck mal so wild überall ein bisschen verstaut. Ja, jetzt geht's los. Die ersten 200 Kilometer habe ich schon gefahren, bin jetzt in Ovalle auf der Route 5, was die Panamerikaner ist. Aber im Prinzip, wenn euch das hier mal anschaut, Autobahn, Schwerlastverkehr, also mit Abenteuer hat er nichts zu tun. Mein Plan ist, heute weiterzufahren, bis in die Gegend von La Serena. Ich weiß noch nicht, wie weit ich komme. Wasser einkaufen. Villa Alemanna. Wenn das nicht Programm ist, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Ich glaube, die Straße war nicht so eine gute Idee. Das Problem, was ich nach wie vor habe, ist, dass sobald es so langsam geht, zwei Richtung Pilot da, die Temperatur sofort jetzt auf 100 Grad ist, 105. Ich bin gespannt, wie das heute noch oder demnächst an der Wüste ist. Das Motorrad ist einfach zu warm. So, Temperatur 90 Grad. Mautstation. Wie überall. 102 Grad. Ich wollte noch ein Portemonnaie.
108 Grad, 107 Grad. Hola. Ich bin jetzt doch die Panamerica abgefahren und hier noch einen schönen Pass erstmal hoch. Und ja, diese Richtung über die Berge dahinter geht es dann weiter. Und die Übersetzung hier hinten, 5 Zähne mehr, ist genial. Ich habe ein total neues Motorrad. Neues Mikro, neues Glück. Sehen wir mal, wie das jetzt beim Filmen funktioniert. Man muss die Sachen ausprobieren. Ich mag keine Autobahn. Ich bin jetzt einmal hier, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Schotter.
Das ist jetzt der Tunnel Las Palmas und das war früher mal eine Bahnstrecke und die ist jetzt eine Straße geworden. Deshalb ist auch hier eine einspurige Verkehrsführung und ja, und das ist eine schöne Serpentinenstrecke Richtung Vicuña. Also, fahren wir durch. Hola, Gasolina. Ah! Gasolina, Benzina. Benzina? Benzina, ja. Benzina? Ja, hier. Ahí da la vuelta. Ja. Hola. Hola, Gasolina. Aquí. Aquí. ¿Ya? Yeah. Sí. ¿Cuántos litros? Cinco. Cinco. Benzina, ¿eh? Sí, benzina. ¿Ya? Yeah. Sí. Cinco litros benzina. Das bringt mich 100 Kilometer weiter. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Sprit ist. Schauen wir mal. Hallo? Hallo. No. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, ahí se la trae el carro. Se la trae ella. ¿Es benzina? Sí, benzina. No le pasa nada hasta que la termine, ¿no? Problem. No. Problem. No. Ah, no. 93. Sí. 95 o no? No, tiene 95. Ok. No. Problem. Ja. Gracias. Ja. Copec. Next Copec. Acá no hay. No, en Los Vilos. En Los Vilos. Los Vilos. Okay. Los más cercanos, Los Vilos. Okay, good. Gracias. En Los Vilos. Gracias, gracias. Need cinco. Nuevo, nuevo auto. Vale.
95, no? No, 93. 93 is no. Difficult problem. Yeah, 95. 95. I go Kopeck. Five kilometer. Huh? Gracias. Gut, in Ovalle, wo ich hin will, gibt es auch eine Tankstelle. Dann ist gut, dann fahren wir aber. Perfekt. Also. Also ich sollte jetzt kein Problem darstellen. Thank you.
Wir noch ein paar Kanister voll machen. Ja, oh voilà. Hier haben wir noch zum Hotel. Fünf Kilometer mehr. Wir sind in der Wale angekommen, etwa 650 Kilometer heute. War alles dabei. Pass, Autobahn, bisschen Schotter, hoch und wieder runter. Kein Problem. Und morgen sehen wir dann weiter. Ja, ich weiß auch nicht, heute bin ich ein bisschen faul. Vielleicht hat er doch wieder was mit der Höhe zu tun. Ich habe mal ein bisschen an meinem Equipment gearbeitet. Und jetzt fahre ich los das nächste Leck. Und sehen wir, ob ich da noch ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Und ein bisschen Equipment ausprobieren. Das hier die Route, die Estarellas. Hier ist wirklich ein Hochtal. Ja, die Bunja. Noch 72 Kilometer zu fahren. Ja, wir sind immer ein bisschen länger. Schön. Irgendwann denke ich, aber da nur noch Schotter. Im Moment geht das her. Das ist Sergio in Huato, mit einem super Shop, kriegt man alles, vor allen Dingen auch was zu trinken. Und es sind jetzt nur noch 50 Kilometer Vicuña. Akklimatisierung. Ich sitze hier in Huato, trinke Gatorade und dann geht es nochmal richtig steil gleich hoch. Beim Anhalten meine Flaschen befestigen. Wenn ich die noch nicht verliere, dann haben wir ein Problem.
Das war falsch. Scheiße. Scheiße, scheiße. Und das waren schon mal 2800 Meter. Und jetzt mal was faul. Gehen, normal aufstehen und rumfahren und stehen bleiben, aus dem Sattel, in den Sattel. Kann eh nicht schnell fahren, wenn ich wieder tot oder wieder aus. Ja, so kann man sich hier in Chile verrechnen. Man denkt, naja, knapp 200 Kilometer zu fahren. Man hat die erste Idee, mal so gute Straße. Und allerdings hier in den Kurven, am 140 Grad. Dann kommt dann so Überraschungen hier. Wobei die Straße an sich geil ist. Man natürlich auch wieder nicht auf dem Video sieht. Geht das Stein. Auf und runter. Machen wir den Tür noch rein. Ja, was geht? Das sind noch 25 Kilometer. Ich konnte mit dem Ventilator Dauerbetrieb die Temperatur um die 100 Grad halten. Meine Außentemperatur 33, Höhe ca. 2800 Meter. Das ist sehr sandig hier. Der Unterschied ist jetzt hier, wenn man allein fährt, muss man ein bisschen vorsichtiger fahren und bloß dahin fahren. Es kommen zwar ab und zu Autos, können alle 10 Minuten reinkommen und können alle 10 Stunden reinkommen. Ja. Thank you.
haben wir es gut geschafft mit dem Ventilator. Auf genau das gleiche, was ich vor anderthalb Jahren in Col d'Ivoire hatte, im Marrakesch. In 3-4 Tagen habe ich einen Termin in Santiago, der Harley. Das habe ich bis jetzt nicht ins Gesicht gelassen, das wird er auf die Stange tun. Und dann können wir mal nachschauen, dass alles ist. Das ist der dritte Pass. Das können wir nachlesen, wie die alle heißen. Das ist knapp ich hier. Und fand ich. Ja, trotzdem, dass ich hier fast 3000 Meter hoch war, das sind die Temperatur mit unter 30 Grad. Also, da bin ich schon mal rübergekommen heute. Da werde ich übernachten. Und das ist der Paso Aguas Negras. Der ist morgen dran. Man sieht jetzt noch das Wetter, das Schlechte. Ich hoffe, das ist morgen weg. So, finally I arrived in Vicuña. And thanks to that nice lady, I have a cabana. Now I need a shower and then I will plan for tomorrow.
Thank you.